Und es wurde Licht und damit herzlich willkommen zum nächsten Video von Let's Play Maniac Mansion. Ja, ich wollte schon mal ein paar Vorbereitungen machen für den einen Lösungsweg für Zit und deswegen gehen wir mal runter in die Küche und ja, mal gucken. Für Michael fällt mir halt immer noch nicht ein, wie es da weitergehen soll mit den Plänen. Aber da fällt uns bestimmt auch noch was ein. Vielleicht fällt da irgendwo der Groschen. Vielleicht habe ich da irgendetwas übersehen, was noch wichtig wäre und so. Und mal gucken. Also erstmal das einschalten. Ach, da fällt mir noch was ein. Das könnte ich auch, euch auch noch irgendwann zeigen, aber wo ich gerade die Mikrowelle so sehe. Es gibt da auch noch so einen netten Gag. Aber den werde ich euch nochmal extra zeigen. Für ein besonderes Video. So, okay. Soweit so gut, das kennen wir auch schon vom letzten Run. So, soweit so gut, das öffnen wir mal. Und, jupp. Umschlag öffnen. Genau. Ich habe übrigens zwischendurch, als das Licht ausgefallen ist, Dave in die Arcade-Halle geschickt, also in die Arcade-Halle geschickt, damit er in Ruhe dort die Arcade-Maschine bewachen kann, wo ja Dr. Fred immer dran rumspielt. In seiner Freizeit irgendwie. Und ja, ich überlege immer noch, wo die Pläne sein könnten. Ich weiß es echt nicht. Also es ist schon. Also bei Michael, muss ich ganz ehrlich zugestehen, fällt mir echt nicht mehr, nichts mehr ein, was das betrifft. Und da möchte ich natürlich erstmal nachforschen, wie das nochmal war. So, aber erstmal machen wir Zit soweit fertig, dann ist das auch schon mal geklärt. Umschlag genau. Ich tippe die Adresse vom Herausgeber aus. Der ist richtig cool, Mann. So. Das ist auch schon mal erledigt und jetzt packen wir die Demokassette rein. Diesmal nicht das Buch, sondern die Demokassette. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Da bin ich auch schon mal gespannt. Die Pläne. Das ist so eine Sache, ja, da muss man echt überlegen jetzt nochmal, wie das war. Ich weiß auch nicht, wo man die findet. Das ist echt blöd. Ich weiß es echt nicht. Und könnte sein, dass wir vielleicht einen Fehler gemacht haben oder auch, dass ich eher gesagt einen Fehler gemacht habe beim Spielen, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Wenn ja, dann. Oh, warte mal. Film unentwickelt. Ach, so ist das. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich es wieder. Cool, wo kommt das denn plötzlich her? Okay, warte mal. Machen wir erstmal Zit zu Ende. Machen wir erstmal das eine und dann das andere, ne? So. Oh, keine Briefmarke drauf. Ach Mensch, stelle ich nicht so an. Kann man auch so wegschicken per Mail. Na, okay. Sind da noch die wilden 80er, da gab es noch sowas wie E-Mails noch gar nicht. Also nicht in dem Prinzip. Na. So, und jetzt noch einmal dran ziehen. Und gut ist, dann wird das Ding abgeschickt und du machst es dir so lange jedenfalls erstmal unter dem Haus gemütlich. So. Gut, das wäre erstmal das. Und das mit dem Film, das hatte ich echt vollkommen vergessen. Also ohne Scheiß, das habe ich echt vergessen. Wusste ich gar nicht mehr. So, und wenn wir das erledigt haben, hätten wir auch soweit Michaels Weg durch. So, und wo ich gerade dabei so bin, da muss ich dabei, wegen der Lösungswege und so, da muss ich natürlich dabei an das Spiel The Cave denken. Das ist übrigens auch ein Spiel von Ron Gilbert und auch von Tim Schafer, der ja dann Jahre später Double Fine Productions gegründet hat und die haben dann zusammen mal sich zusammengesetzt und halt dieses Spiel gemacht und da kann man auch hier sag schon unterschiedliche Charaktere spielen mit ihren eigenen Geschichten und ihren eigenen Lösungswegen. Und das ist übrigens so ein cooles Spiel, den man auch zusammen mit Freunden zocken kann. Kann ich wärmstens empfehlen, ist auch sehr witzig. Zuerst brauche ich etwas Entwickler. Okay, machen wir es so. Und dann so. Schon irgendwie cool gemacht. Perfekt. So, und was haben wir da?
Sieht wie Bilder von Ed's Plane aus. Yo, das ist schon mal cool. Das freut mir ungemein. Ja, mit Absicht natürlich falsch gesagt, ne? So, mal gucken, was Ed sagen wird. Hallo, komm wieder, wenn du die Pläne hast. Ich hab doch die Pläne hier, mein Freund. Bitteschön. Großartig, du hast den Film entwickelt. Du bist ja großartig, du bist ja echt toll. Jetzt können wir den Meteor entmachten. Triff mich in 10 Minuten im Labor. Wir stürmen es gemeinsam. In 10 Minuten? Echtzeit? Warte mal, ganz ruhig, ganz ruhig. Gut, das bedeutet, wir müssen sowieso als Michael runtergehen, würde ich sagen. Denn das ist natürlich wichtig, um das Spiel schaffen zu können. Wir können auch das mit. Ach ja, nee, das machen wir gleich noch. Erstmal gehe ich zum Dave, der ist ja hier und wartet auf uns. So, dann machen wir folgendes. Gelber Schlüssel, sehr wichtig. Schlüsselkarte. Leuchtender Schlüssel ist wichtig. Und das war's auch schon. Wie gesagt, ach ja. Zit hat ja noch irgendwas bei sich, die vierte Dollar. Die muss er natürlich auch noch Dave geben. Und es ist in dem Fall wichtig, dass Michael sowie auch Sid unten dann sind, soweit ich mich erinnere. In dem Fall, weil, naja, werdet ihr noch zu sehen bekommen. Achso. So. Hast du schon. Dazu muss ich näher ran. Was ist denn jetzt los? Spiel, du bist ein bisschen penibel. So. Jetzt aber. Schön. Dann können wir auch schon mal nach unten gehen, soweit. Also, Moment, ne, noch nicht. Aber du könntest schon Michael den Schlüssel geben. Genau. Ja, genau, das könntest du schon mal tun. Und du könntest dich auch dafür einsperren lassen, fällt mir gerade ein. Nicht? Wäre so eine Idee. Das wollen wir eigentlich nicht sehen. Ich habe auf was anderes gewartet, aber es kommt gleich auch noch. So, Entschuldigung, dass ich gerade ein bisschen still bin. Ich muss mich echt ein bisschen noch konzentrieren. Nein, 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 nein. Malle, du bist so. Du hast doch noch was vergessen. Noch was vergessen, mein Freund. Alles gut. Wir haben ja noch Zeit. Alles gut. Wir haben ja noch Zeit. So. Kann ja nichts schief gehen, ne? Jo. Jo, nochmal zurück zum Dave. Dave, du kriegst den kleinen Schlüssel. Du wirst noch gleich den Leuten zeigen, warum, ne? Ist nochmal ganz wichtig zum Schluss. So. Jetzt gehe ich nochmal rein. Tütelü, tütü, tütü, tütü. Ich habe übrigens damals noch als kleines Kind, als ich das Spiel noch nicht richtig verstanden habe, habe ich das so ähnlich gemacht wie bei den Sims, dass die einzelnen Figuren ihre eigenen Zimmer hatten. Und da kann ich mich zum Beispiel erinnern, dass ja, eine Figur halt hier schon das Zimmer von Grüntentakel geteilt hat. Dann hat jemand hier schon unter dem Zimmer von Grüntentakel gelebt. Und ich weiß jetzt nicht, bei welchem Zimmer noch jemand war. Also ich habe das ein bisschen so Sims-like gemacht. Übrigens ein Spiel, was ich auch Let's Playen werde. Oh, jetzt kommt was. Ah, eine Kassette. Wo war denn noch gleich die Play-Taste? Wunderbar. Irrsinnig, cool, great, groovy, fantastisch. Das wird ein Mega-Hit. Die kommt sofort einen Vertrag. So. Okay, gut, gut, gut. Das sollte auch geklärt sein. Übrigens, also wie gesagt, die Sims 3 werde ich auf jeden Fall let's playen oder ja, werde ich auf jeden Fall danach schon auch damit anfangen oder in den nächsten Tagen als nächste Serie starten, soweit sei verraten. Hehe. Ach ne, das war leuchtender Schlüssel. Du hast einen.
Schlüssel. So. Sit. Genau, mit denen machen wir gleich noch was anderes. Aber was ich noch gerne machen möchte, ist Folgendes. Und zwar, mal angenommen, wir stecken die Vierteldollar nicht in Meteor Mess rein, sondern, sag ich mal, in Die Enemy Die. Dann passiert Folgendes. Ziemlich langweilig, jo. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir denken uns natürlich, oh Mist, jetzt haben wir den Vierteldollar reingeschmissen. Wie kriegen wir das Ding raus? Ganz einfach. Man nutzt einfach den kleinen Schlüssel mit dem Münzschacht und dann, wie, guck mal, da liegt auch der Vierteldollar mit drinne. Praktisch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, eine Sackgasse zu vermeiden. Sehr cool. Aber wir wollen natürlich Meteor Mass spielen. Ist natürlich viel, viel cooler. Ist was für die coolen Jungs. So. Okay, das kann man sich merken. Das ist ganz einfach. So. Und jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass der Passmann kommt. Meine ich zumindest, dass es noch klingen sollte. Kann mich auch irren. Aber ich meine, beim letzten Mal war es auch schon so gewesen, dass jemand an einer Tür klingelt und wir hatten dann den Vertrag drin gehabt für das Buch, was Wendy noch umgeschrieben hatte vom Meteor. Gibt es noch irgendetwas zu dem Spiel zu erzählen? Ach so, es gab ja von diesem Spiel diverse Systeme, also diverse Portierungen. Die C64-Version habe ich ja schon genannt, dann Commodore Amiga-Version. Also ich habe ja schon bereits im Einführungsvideo gesagt, dass es erstmal die erste Version gab für C64 und blablabla und dann die zweite Version. Dann 1990 müsste es gewesen sein, kam dann die NES-Version von Menschen raus. Das hatte ich nämlich vergessen noch zu erzählen. Und die hatte noch so ein paar Besonderheiten. Erstens, die hatte eine eigene Musik, also die hatte noch, eigene Musik jetzt nicht, aber die hatte da halt zusätzliche Musik noch mit drin gehabt. Für jeden Charakter gab es halt ein eigenes Thema, sage ich mal. Auch sehr cool. Und die Grafik sieht in der NES-Version natürlich total anders aus als die jetzt in der PC-Version oder von den anderen also bei den Heimcomputern. Dass es alleine schon für eine Konsole entwickelt wurde, in der damaligen Zeit ist sowieso schon eine coole Geschichte. Leider sehr schade, dass es für die anderen Spiele nicht so galt. Also zum Beispiel für Zack McCracken oder Indiana Jones zum Beispiel. Also da ist Maniac Mansion in dem Fall eine goldene Ausnahme, was das betrifft. Sollte nicht langsam der Postmann kommen, also. Oh, passiert nichts, ne? Ich meine, er müsste noch klingeln, damit man weiß, okay, die Post ist da. Gibt es noch irgendetwas zu erzählen zu Maniac Mansion? Ja, da gibt es noch etwas. Und zwar gab es damals tatsächlich auch eine Fernsehserie, die hieß Maniac Mansion. Im Deutschen hieß es ganz klassisch Das Tollhaus. Und Maniac Mansion, die Fernsehserie, war aber total anders als das Spiel. Da gab es zwar auch den Fred Edison als Hauptcharakter, aber die anderen Charaktere waren vollkommen anders. Und es gibt zwar gewisse Referenzen zum Spiel selber, aber die Fernsehsendung war total anders konzipiert. Da ging es weniger darum, also der Auslöser der Serie war ja auch, also der ganzen Hauptgeschichte war auch zwar der Meteor, aber der Ablauf ist auch nicht so ähnlich wie die vom Spiel, dass halt hier schon der Fred Edison sich denkt, ach, ich muss jetzt ein Mädchen entführen für irgendwelche Experimente und so weiter, sondern es war so eher so aufgebaut wie zum Beispiel diese alten Horror-Komödien-Serien wie zum Beispiel The Addams Family oder The Monsters. Es war alles eher so Comedy-Style gemacht worden. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich habe damals die Serie nie geguckt, weil ich damals in dem Zeitpunkt noch kein Kabel 1 hatte, wo es damals lief. Oder war es bei Tele 5? Ich meine, es lief bei Kabel 1 zuerst, ne? Jedenfalls konnte ich das nicht sehen. Und zweitens, ganz ehrlich, es ist auch nicht so mein Geschmack. Konnte ich damit nichts anfangen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, also so mein Nerv trifft das einfach nicht. So, ich guck mal einfach nach. Es ist ja ein bisschen komisch, dass jetzt noch nichts passiert in Sachen von wegen, dass jemand klingelt und so. Ist aber noch nichts da. Okay, dann müssen wir weiter warten. Das ist natürlich blöd. So, ich mach mal folgendermaßen was. Ich würde mal sagen, wenn es jetzt nicht klingelt, also wenn es jetzt nicht klingeln sollte, dann werde ich hier wieder einen Cut machen, bis es geklingelt hat.
Und dann sehen wir uns gleich wieder, okay? Bis gleich. Tja, und kaum war ich mit der Aufnahme fertig gewesen, hat es schon an der Tür geklingelt. Ist ja ulkig. Gut, dann wollen wir mal rübergehen. Und dann wollen wir doch mal schauen, was im Briefkasten so ist. Ne? Man ist ja auch ein bisschen neugierig. So. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger ausfallen als die anderen Videos von diesem Run. Ist natürlich auch verständlich. Man möchte es schon in einem Zug schaffen. So. Und ja, dann wollen wir doch mal jemanden glücklich machen. Endlich nach langer Zeit. Das ist das Coole übrigens, dass man wirklich auch in diesem Spiel jemandem helfen kann. Also, dass es nicht einfach nur darum geht, einfach einzubrechen und dann für Radau zu sorgen, sag ich mal, sondern dass man tatsächlich auch irgendwie die Figuren dabei hilft, irgendetwas zu schaffen. Das finde ich echt cool bei diesen beiden Lösungswegen zum Beispiel. Oder dass man halt den Bösewicht zu einem Guten macht. Ist auch nicht schlecht. Also, ist schon witzig gemacht. Und es gibt natürlich noch andere, viele lustige Dinge zu diesem Spiel, aber dazu später noch mehr bei den anderen Videos. Oh, ich bin so traurig. Ja, mein Freund. Oh, hau doch nicht wieder ab, Mensch. Ich wollte dir doch was geben, Kollege. So, hier. Was für dich? Ein Plattenvertrag für mich? Das ist fantastisch. Wir nennen unsere Band GT und die Saugnäpfe. Wir werden im MTV zu sehen sein. Und vergiss niemals, ich beschütze dich, was immer auch passiert. Nun müssen wir diesen Meteor noch loswerden. Ja, und jetzt haben wir einen weiteren Verbündeten und jetzt läuft er mir auch noch hinterher. Hä? Aber keine Angst, der läuft nur bis zu der, also nur in seiner, ja, in seinem Raum herum, aber sonst bleibt er dort. Also alles in Ordnung. So, jetzt wollen wir auch noch mal mit Zitter rein. Wir können natürlich nicht einfach so durch, weil. Oh, ein unwillkommener Gast. Und ich hab dich und ich kenne das alles schon. Und lass mich doch in Ruhe. Und ach, hau ab. Weil wir brauchen natürlich noch Dave oben für den Automaten. Falls irgendwas passieren sollte. So, ich speichere hier nochmal. So. Safe Early, Safe Offen heißt ja das Motto. So, und jetzt wollen wir das Ding mal öffnen. So. Gehen wir erstmal als Dave, also als Michael durch, Mensch. Und jetzt sagen wir mal Hallo. Was machst du denn hier? Aha, habe ich dich beim Spionieren erwischt? Was? Dr. Fried bezahlt mich gut für so etwas. In das Verlies mit dir, du Eindringling. Und da kommt er. Also Schleimball, das Spiel ist aus. Oh nein, komm her. Du kriegst mich niemals. Nein, 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 nein. Ich hau hier ab. Tschüss. Ich schnappe den Saugnapf. Ihr kümmert euch um den Meteor. Dalli, Dalli. Ja, vielen lieben Dank schon mal, Ed. Ach ja, ich glaube, man kann das Periskop auch benutzen und da sagt er Folgendes. Ich sehe ein herzförmiges Pad. Okay, alles klar. Also er scheint immer noch einen Hang zu seiner Frau zu haben. Nach all dem, ne? Das muss man ihm schon lassen. So interpretiere ich das jedenfalls so. Also, aber egal. Wir wollen die Welt retten. Hallo, Sandy. Hallo, Pickel. Ah, oh, schon wieder Eindringlinge. Das gibt's doch gar nicht. Was soll der Scheiß? Ich muss doch meine Experimente machen und so. Was soll das? Haut doch ab. So. Und dann wollen wir wieder den Schalter betätigen. So. Oh, was ist passiert? Ich fühle mich so anders. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Aber halt! Die Selbstzerstörung wurde gestartet. Ich versuche sie abzuschalten. Ich kann sie nicht abschalten. Der Meteor hat die Kontrolle über das gesamte System übernommen. Hey, du da, du mit dem Strahlanzug, du musst mir helfen. Wir müssen diesen Meteor ein für alle Mal loswerden. Und zwar zackig, zackig. Und das heute noch. So, okay, machen wir schnell. Es läuft natürlich ein Timer-Hintergrund. Und wenn wir nicht schnell das erledigen, dann sind wir dran, dann sind wir so gut wie, ja, tot. So, und dann gibt es Folgendes, was wir machen können. Wir stecken den Meteor da mal rein, schließen ihn einfach mal ab und dann haben wir da noch den Game-Schlüssel, den wir benutzen können für das tolle Auto. Und zacki. Jetzt geht's ab. Wee!
Entschuldigung, dass mein verrückter Plan euch so viel Ärger bereitet hat. Wie kann ich euch für eure Hilfe danken? Also Bargeld wäre nicht schlecht. Hey, nicht so frech, Kleiner. So, das Ende kennen wir schon bereits und ich möchte jetzt nochmal was ganz Abstruses tun. Ich will mal was ganz Fieses tun. Also, pass mal auf. Haben wir die Platte noch? Alte Platte, Maike. Ach ne, haben wir nicht mehr. Wir machen mal was Folgendes. Und zwar schicke ich jetzt einfach mal. Die Tür ist jetzt offen, ne? Ne, noch nicht. Ich will da mal was anderes machen. Und das will ich auch nochmal vorsichtshalber machen. Ich gebe dir erstmal den Schlüssel, den gelben Schlüssel, die Schlüsselkarte. Und zu guter Letzt habe ich ja noch den leuchtenden Schlüssel für den Fall der Fälle. So, ich will mal Folgendes machen. Ist natürlich jetzt fies gegenüber Dave, aber das Ende möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es gibt natürlich noch ein ganz spezielles Ende. dazu müssten wir natürlich erstmal wieder hier hingehen. Genau das meinte ich. Der gute Doktor, wenn da keiner mehr in der hiesischen Spielhalle ist, der wird das natürlich nutzen, um wieder dran zu zocken. Und gut, wir haben aber dafür die Tür geöffnet. Das heißt, man muss sich das so überlegen. Jedes Mal, wenn er dran spielt, ändert sich dadurch auch die Kombination vom von der Tresortür vom Kerker zu Dr. Freds Labor. Und das bedeutet, wir müssen natürlich immer wieder ganz nochmal wieder das Ding neu spielen, damit wir die neue Kombination herausfinden. Und das ist echt lästig. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Oh Mann, es tut mir leid, aber okay, ich muss es tun. Das ist echt bitter. So. Gut, dann schalten wir es nochmal ein. Ich meine, es reicht schon, wenn wir ihn in eine bestimmte Höhe so reingehen lassen und dann schalten wir es aus. Und dann passiert was. Gluck, 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 gluck. Ja, Dave ist tot. Das tat zwar nicht Not, aber jetzt ist Dave tot. Ja, so kann es gehen. Ja, es tut mir leid, Dave. Ich wünschte, ich hätte es nicht tun müssen, aber ich will den Leuten ja noch was zeigen. Deswegen ist es ja. Das ist ja Sinn der Sache, dass man den Leuten was zeigen soll. So, da ist sein Grabstein und wir können es ja lesen. Endlich sind wir ihn los, ja, sehr nett. Und ich meine, wir können auch seine Gegenstände nehmen, kann es sein? Das kann ich nicht nehmen. Oder war das bei Menschen Deluxe so, dass man die Gegenstände noch mitnehmen konnte? Da gab es ja auch so ein Paket, der da vorne stand. Naja, egal. Also wichtig ist auf jeden Fall zu merken, wenn ein Charakter Gegenstände mit dabei hatte, wichtige Gegenstände, die man noch gebrauchen konnte, und man ist dabei abgekratzt mit der Figur, dann galt das auch schon als Sackgasse. Nur um das von vornherein zu sagen. So, jetzt geht's aber hier weiter. Und mal gucken, was passiert, wenn wir mit Sid reingehen. Was machst du denn hier? Aha, ich hab dich beim Spionieren erwischt, du Schurke. Du cooler Schurke übrigens. Dr. Fred verzeiht mich eigentlich ziemlich beschissen für sowas, aber egal. Ins Verlies mit dir, du Eindringling. Hoppla, was tust du mit meinem Freund? Ich hab dich gewarnt, lass die Sackläufe von meinen Bandmitgliedern. Und nun hau ab. Okay, ich hau schon ab. Das sollte ihn ruhig stellen. Sehr cool. Es hat uns grün geholfen. Das freut mich sehr. So, und jetzt wollen wir versuchen, die Welt zu retten. Hallo Sandy, dein Freund ist tot. Oh, okay, das war fies. Das war echt gemein. Aber okay, bisschen Spaß muss sein. So. Eigentlich nicht in der Form, aber okay. Ich drücke ein Auge zu. Die Sequenz kennen wir, das ist genau dieselbe. Ich kann es nicht abbrechen, verdammt. Oh, was ist passiert? Ich fühle mich so anders. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Und ich kann es nicht abbrechen. Aber halt. Die Selbstzerstörung wurde gestartet und schon wieder dieser Lärm. Ich versuche sie abzuschalten. Und ich kann es nicht abbrechen. Ich kann alles nicht abbrechen. Ich kann es nicht abschalten. Der Meteor hat die Kontrolle über das gesamte System übernommen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hey, du da. Du cooler Typ, du musst mir helfen. Wir müssen diese Meteor ein für alle mal loswerden. Und zwar zackig. Tu was. So, okay. Ich nehme mich nochmal mit. Und
Ja, die Sequenz kennt ihr auch schon. Die haben wir eben gerade zu Gesicht bekommen. Mal gucken. Erstmal den Kofferraum zumachen, genau. Und dann los geht's. I believe I can fly. Hui. Ich frage mich eigentlich, wie er es auf die Fahrerseite geschafft hat. Naja. Entschuldigung, dass mein verrückter Plan das Leben deines Freundes gekostet hat. Wie kann ich dich je dafür entschädigen? Ha, ich könnte eine Maschine bauen, die ihn wieder zum Leben erweckt. Das wäre cool. Aber das ist eine andere Geschichte. Ha. Prima. Ja, eine Fortsetzung, die es nie gegeben hat. In der Form. Aber hey, vielleicht wäre das eine Idee für ein Fernadventure. Keine Ahnung. Wäre mal eine Idee, ne? Also. Gut. Ich würde sagen, das war jetzt aber wirklich der letzte Run zu Maniac Mansion gewesen. Es hat mich sehr gefreut, das Spiel nochmal für euch spielen zu können. Auch wenn es ein bisschen, ja, alles sehr bekannt war und so weiter. Wartet mal ganz kurz. Ja, ist ein bisschen laut, ne? Deswegen ist es, denk ich, besser, wenn ich das Ganze mal so abbreche. So, ich werde natürlich zum Schluss noch meine Review zu diesem Spiel geben, sagen, was ich an diesem Spiel gut finde, was ich nicht so gut finde und natürlich, wie ich dieses Let's Play, also auch meine Beurteilung, wie ich dieses Let's Play von meiner Seite aus finde. Man muss auch über sich selbst urteilen, irgendwie in gewisser Weise. Ich hoffe, es ist für euch okay. Es soll natürlich nicht egoistisch oder so rüberkommen. Es dient einfach dazu, aus meiner Sicht auch zu schildern, ob ich damit zufrieden bin, was ich erzählt habe und was mir noch so alles aufgefallen ist, nicht eingefallen, aufgefallen ist und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist für euch hoffentlich okay. Ja, wie gesagt, es hat mich gefreut, Maniac Mansion, das großartige Maniac Mansion von Lucasfilm Games für euch spielen zu können. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei den zukünftigen Videos zu den anderen LucasArts Adventure Spielen wieder und auch zu den anderen Let's Plays, die ich noch machen werde und auch Videos, die ich machen werde, ja. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angeschaut habt. Und bis dahin, alles Gute, wünscht euch Malomatic. Bis dann, ciao, wowie.